er will uns verscheißern. Ist das überhaupt? Heinrich! Schön, dich zu sehen. Matthäus! Fritz! Ihr lebt! Was hast denn du gedacht? So leicht wirst du uns nicht los. Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass es euch beiden gut geht. Schon, aber wir kamen gerade so davon. Allerdings, es war schlimm. Fritz rannte wie ein Mädchen. Wirklich? Bockmist! Blöder Witzbold. Erzähl, wie es dir so ergangen ist. Ja, mich haben sie auch ordentlich erwischt. Erst in Ratai habe ich aufgehört, Sterne zu sehen. Du hast auch schon bessere Tage gesehen, was? Zurzeit bin ich an Ratzigs Knappe. Ah, du hast dich nach oben gearbeitet. Ah. Und wie geht es euch beiden? Beschissen. Du sagst es. Wir sind immer noch zerfahren und schulden dem Kloster ein Vermögen. Und Arbeit gibt's auch keine. Nur Drecksarbeit für Leute mit einem Grips von einem Besenstiel. Sucht in Sasau niemand nach guten Zimmermännern? Niemand. Dabei suchen wir überall. Hey, dir kam nicht zufällig was zu Ohren. Es wäre jetzt gerade wirklich ein Segen. Ich finde was für euch. Verlasst euch drauf. Danke, Heinrich. Wir werden uns erkenntlich zeigen, versprochen. Wo könnte ich Arbeit für euch finden? Überall, wo mit Holz hantiert wird. Schließlich haben wir als Zimmerer in der Mine gearbeitet. Aber den Gebäudebau kannst du vergessen. Nach Skarlitz wird keiner so schnell etwas bauen. Außer in Sasau, aber da wollen sie uns nicht. Die besten Chancen hätten wir bei einer Mühle. Essen müssen die Leute immer. Am liebsten wäre es uns, wenn die Arbeit gut bezahlt, aber nicht anstrengend ist. Wer außer uns hat noch überlebt? Johanka ist im Kloster untergekommen. Das Mädel hat uns sehr geholfen. Mehr wissen wir nicht. Als wir geflohen sind, haben wir Theresa geholfen, aber wer weiß, wo sie jetzt steckt. Wir wurden getrennt. Ich schulde Theresa mein Leben. Sie brachte mich zur Mühle nach Ratai, als ich bewusstlos war, und pflegte mich gesund. Freut mich, dass sie lebt. Da du sie so gut kennst, könntest du sie ja fragen, ob sie weiß, wo es Arbeit gibt. Was zur Hölle machst du da? Hallo, Heinrich. Matthäus und Fritz lassen grüßen. Sie leben. Gott sei Dank bin ich froh. Sie haben mir sehr geholfen. Wo hast du sie getroffen? In Sasau. Ich lief ihnen vor der Schenke über den Weg. Wo sonst? Und wie geht es ihnen? Sie sind wohlauf. Die Mönche haben sie zusammengeflickt, aber sie finden keine Arbeit und sind verschuldet. Du weißt nicht zufällig, ob jemand Arbeit für zwei faule Zimmerer hat. Hier niemand. Und in Ratai wird das auch nicht besser sein. Es wimmelt dort nur so von Flüchtlingen und die suchen alle Arbeit. Oh, schade. Die beiden bräuchten wirklich dringend Arbeit, sonst machen sie noch irgendeine Dummheit. Glaub ich auch. Versuch es bei den Mühlen in den kleineren Dörfern. Der Müller in Ledeczko ist alt. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Mach ich. Danke. Wie ergeht es denn den Trägern mit ihrer Arbeit? Du kamst meiner Bitte nach, aber es hat nicht gereicht. Was ist passiert? Antonia ist nun verwitwet und Bartek beging Selbstmord.
Glück und Gesundheit. Theresa, die Müllerin, schickt mich. Sie sagt, du bräuchtest Hilfe. Ein paar starke Hände könnten nicht schaden. An wen hast du denn gedacht? An meine Freunde, zwei Überlebende aus Scarlets. Und warum sollte ich die nehmen? Weil sie erfahrene Zimmerer sind. Zimmerer wären tatsächlich nicht schlecht. In der Mühle gibt's viel zu tun. Und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Thomas, mein Vormann, gibt sein Bestes. Aber allein packt er das nicht. Aber sie sind doch keine Faulpelze oder gar Säufer, oder? Ich nehme nur fleißige und redliche Leute. Ich bin auch aus Scarlets und kenne sie persönlich. Sie haben in den Silberminen gearbeitet und ihr Vormann sprach in höchsten Tönen von ihnen. In den Scarletser Minen? Dann müssen sie was auf dem Kasten haben. Schick sie her. Sag ihnen, ich gebe ihnen eine Chance. Über Lohn und ein Dach überm Kopf reden wir, wenn sie hier sind. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Das Kloster will, dass ihr für eure Versorgung aufkommt? Das klingt komisch. Lass gut sein, Heinrich. Nein, was war denn los? Wir haben jemanden vermöbelt. Aber misch dich bloß nicht ein, Heinrich. Wir regeln das. Nicht so schnell. Wen habt ihr vermöbelt? Elias. Er ging uns auf den Sack und, kurz gesagt, es war seine eigene Schuld und damit ist der Fall erledigt. Aber es muss doch einen Weg geben, die Sache zu regeln. Vielleicht, wenn ihr... Nichts da. Fritz, sei kein Narr. Ihr zwei steckt richtig in der Scheiße und du willst dir den Harten markieren? Komm zur Vernunft. Fahr zur Hölle, Heinrich. Du und Elias. Pah, einer schlimmer als der andere. Dann macht doch, was ihr wollt. Ich möchte mich im Faustkampf verbessern. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Also, passt. Ich möchte mich im... Ich möchte... Gut. Ich möchte mich... Ich möchte meine... Zuerst musst du was... Ich denke...
Grüß dich, werter Ritter. Wie kann ich dienen? Der Müller in Ledetschko würde euch gern kennenlernen. Du hast wirklich Arbeit für uns? Selbstverständlich. Ich konnte eure verdrießlichen Gesichter nicht länger ertragen. Danke, Heinrich. Nur... Was? Die Belohnung, die wir versprachen... Also, wir kommen zusammen nicht mal auf einen Groschen. Ach, das macht nichts. Gebt mir das Geld, wenn ihr könnt. Das werden wir. Komm nächste Woche vorbei. Wir geben dir Geld, sobald wir unseren ersten Lohn bekommen. Bitte bring mir bei... Gewiss doch. Ich möchte die... Gut, aber... So. Bitte bring mir... Gewiss doch. Ich möchte... Gut, aber... So. Bitte bring mir... Ich möchte... Gut, aber nur... So. Bitte bring mir bei... Gewiss doch. Ich will ein... Es... Ich... bald weg. Johanka? Ha, Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Im Vergleich zu anderen... Du lebst. Also geht es dir gut. Du weißt nicht zufällig, was Fritz und Matthäus angestellt haben, oder? Hör bloß auf. Die beiden waren nur leicht verletzt im Vergleich zu den anderen hier. Und nachdem sie eine Weile rumlagen, wurde ihnen langweilig. Also fingen sie an zu saufen. Ich schufte hier für die Notleidenden und die beiden Zechen. Und dann noch mit diesem Tor Elias. Sind doch schon immer Rabauken. Aber wenigstens haben sie die Quittung dafür gekriegt. Wer ist dieser Elias eigentlich? Einer der ordinierten Mönche, die hier aushelfen. Er war es auch, der den Schnaps mitbrachte. Die drei haben sich auf Anhieb verstanden. Ja, gleich und gleich gesellt sich eben gern. Irgendeine Ahnung, was der Zankapfel war? Nicht die geringste. Eben noch sind sie die besten Freunde auf der Welt und plötzlich zanken sie sich. Die Fetzen sind geflogen, also hat man Fritz und Matthäus umgehend rausgeschmissen. Was für ein Mensch ist dieser Elias? Im Grunde eine graue Maus. Und warum setzt er Fritz und Matthäus so hart zu? Seinetwegen ersticken sie in Schulden. Bloß wegen einer kleinen Balgerei. Ich weiß es nicht. Er war derjenige, der sich mit ihnen anfreunden wollte. Ich glaube kaum, dass er wegen des Sachschadens so sauer ist. Wohl eher aus verletztem Stolz. Danke. Ich denke, ich weiß alles. Du hast dich mit Fritz und Matthäus gebalgt? Heidenpack. Also hast du dich mit ihnen geprügelt? Ja, ich war es. Und ich hoffe, ich sehe diese Taugenichtse nie wieder. Der Rauswurf war gerechtfertigt, aber die Schulden, wie sollen sie die je begleichen? Nicht mein Problem. Sollen diese Rohlinge halt Not leiden. Ist das nicht unchristlich? Du willst doch wohl nicht bloß wegen deines Grams ihre Leben zerstören, oder?
Ach, das waren doch bloß leere Drohungen. Wenn Sie sich bei mir entschuldigen, ist die Sache schnell vergessen. Was die Prügelei mit Elias angeht. Euer bester Freund hat die Sache geregelt. Im Ernst? Sicher. Ihr müsst bloß zu Elias gehen und ihm versichern, dass ihr die Schulden begleicht. Das vergessen wir dir nie. Ehrenwort. Danke.